Meine Damen und Herren, bevor ich zu meinem Werkstattbericht aus der Heinrich-Heine-Universität komme, erlauben Sie mir eine Bemerkung, die mir sehr am Herzen liegen. Es geht um die Wissenschaft. Transfer, Sprunginnovation, Unternehmergeist, offene Innovationskultur, konsequente Anwendungsorientierung. Das sind die Leitbegriffe, die wir zugrunde legen. Wir verlangen einen Kulturwandel in der Wissenschaft und in der Forschung hin zu einer Kultur, die den Transfer zum Nutzen von Wirtschaft und Gesellschaft als bestimmende Geschäftsgrundlage sieht. Der Dreiklang Wissenschaft, Forschung und Transfer, der muss den Takt angeben. Zitat Ende. Anja Kalischek möchte, um möglichst schnell Gemälde zu produzieren, den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ein Ausmalbuch in die Hand geben. Dabei mögen schöne Bilder entstehen, aber Kunst entsteht dabei nicht. Ein solch kurzfristiges Denken kann zu langfristigem Schaden führen. Erklärt man die Anwendbarkeit zur Tonika der Wissenschaft, meint man, Wissenschaft muss stets und unmittelbar etwas Nützliches produzieren, möglichst noch in der Zeitspanne einer Wahlperiode. Und wie hältst du es mit der Forschungsfreiheit, die unser Grundgesetz in Artikel 5 Absatz 3 garantiert? Freiheit bedeutet gerade Themenvielfalt und Methodenpluralität. Freiheit bedeutet Neues probieren können und sich Fehlversuche erlauben können. Und Freiheit bedeutet Ergebnisoffenheit, Anwendbarkeit ungewiss. Mit anderen Worten, die Forschungsfreiheit garantiert uns Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen die Freiheit, sich Ziele zu setzen, die einer Öffentlichkeit oder privaten Geldgebern auf den ersten Blick nicht nützlich erscheinen. Jetzt mag man sich fragen, kann sich eine Gesellschaft heute diese Freiheit der Forschung, die auch die Grundlagenforschung umfasst, also die zweckfreie Suche nach Erkenntnis, kann sich unsere Gesellschaft diese Freiheit heute noch leisten angesichts der drängenden Zukunftsfragen und Herausforderungen? Wir müssen dem Klimawandel begegnen, wir wollen Volkskrankheiten bekämpfen und wir müssen die Welternährung sichern. Die Antwort ist eindeutig. Sie lautet ja, wir können uns die Freiheit leisten und wir müssen und wir tun gut daran. In der Heinrich-Heine-Universität spielen wir weiterhin in der akademischen Bundesliga. Seit 23 Tagen läuft die inzwischen zweite Förderperiode unseres Exzellenzclusters C+. Neben dem Exzellenzcluster C+ konnten wir erfreulicherweise die Finanzierung aller unserer Forschungsverbünde verlängern und auch Mittel für neue Forschungsverbünde einwerben. Data Science umschreibt ein Wissenschaftsfeld, in dem es darum geht, Wissenschaft aus sehr großen und komplexen Datenmengen zu extrahieren. Und wir haben es uns auf die Fahnen geschrieben, die künstliche Intelligenz aus gesellschaftlicher, politischer, ethischer, wirtschaftlicher und juristischer Sicht zu betrachten. Geplant ist ein Masterstudiengang für Artificial Intelligence and Data Science, der wird auf Englisch stattfinden. Ich komme zur Lehre. Im letzten Jahr hatten wir 5000 Erstsemester und 3200 Absolventen. In die Zukunft geblickt stehen zwei Themen oben auf unserer Agenda. Das erste ist die Erhöhung des Studienerfolges und das zweite ist die Digitalisierung der Lehre. Wir werden uns auf die Studieneingangsphase konzentrieren. Auch die Chancen der Digitalisierung werden wir verstärkt nutzen, wissend, dass allein PowerPoint in der Vorlesung und online zur Verfügung gestellte Unterrichtsmaterialien noch keine Digitalisierung der Lehre sind. Das neue Hochschulgesetz wird im nächsten Herbst oder in diesem Herbst in Kraft treten und bekanntlich sieht es vor, dass die Universitäten wieder die Pflicht zur Anwesenheit einführen dürfen. Die war ja abgeschafft worden unter der letzten Landesregierung. Nun habe ich die Freude, zwei Ehrenmedaillen zu überreichen. Die erste Medaille geht an Herrn Professor Michael. Er erhält die Universitätsmedaille in Anerkennung seiner Verdienste um die Universität als Dekan der Juristischen Fakultät von 2016 bis 2018. Eine zweite Medaille erhält Frau Kerstin Griese, die Bundestagsabgeordnete, in Anerkennung ihrer Verdienste als Mitglied des AStA-Vorstandes um die Namensgebung der Universität Düsseldorf nach Heinrich Heine. Es ist mir eine besondere Ehre, heute hier in meiner ehemaligen Universität zu Ihnen sprechen zu können, in diesem Hörsaal. Hier haben wir immer Univollversammlungen gemacht. Ich weiß gar nicht, ob sie heute noch hier stattfinden. Und ich will die Rede damit schließen, dass ich Ihnen sagen will, heute ist es wichtiger denn je, sich zu engagieren im Sinne von Heinrich Heine für Freiheit und Toleranz, für Demokratie, für das Lernen aus unserer Geschichte, für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Denn die Feinde der Demokratie sitzen inzwischen in allen Parlamenten. Und ich erlebe das jede Woche im Bundestag, wenn von rechts außen unsere Demokratie wirklich verachtet und verhöhnt wird.
Und dagegen, finde ich, müssen wir alle Demokratinnen und Demokraten und die Wissenschaft, die Forschung, die Hochschulen, die Universitäten sollten ein Teil davon sein. Dagegen müssen wir zusammenhalten. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen ein friedvolles und gesundes Jahr 2019 und bedanke mich, dass Sie mir zugehört haben.